Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute zeige ich dir ein weiteres Projekt zum Thema maritime Zeiten mit den Produkten aus der Reihe Meer der Möglichkeiten von Stampin' Up. Es ist mein absolutes Highlight. Und zwar habe ich dafür verwendet Tonkarton in Marineblau, das Stempelset setzt die Segel, auch die Stanzform. Das Designerpapier, Meer der Möglichkeiten und vor allem das Kartensortiment, Erinnerungen und mehr. Und ansonsten Klimbim und Zubehör, was es sonst noch gibt. Und das ist das Projekt. Ein Mini-Album mit einer Fadenbindung im Querformat. So schaut es innen aus. Einfach durchgeblättert, siehst du schon. Es gibt im Ganzen 6 Seiten, die ersten 3 sind fertig ausgestaltet, die nächsten 3 noch nicht. Jede Seite hat ein Fach, wo ein Einschub ist. Hier habe ich auch schon einen ausgestaltet. Und die Seiten sind wie folgt. Ausziehen. Auf der Rückseite kann man hochklappen, noch ein Fach drunter. Die nächste Seite ist einmal, zweimal zum Rausklappen und wieder zurück. Hier ist was reingesteckt, Rückseite, innen wieder den Tag reindenken, einmal hochklappen, nach unten. Hier ist übrigens was zum Abnehmen und wieder drauf. Die dritte Seite kann man einmal hochklappen, hier ist was reingesteckt, hier kannst du was rausziehen. Auf der Rückseite fehlt hier unten noch ein Band, kannst du hier einen Wasserfallmechanismus nach oben ziehen. Ja, und die weiteren Seiten werden noch gestaltet. Das ist das Mini-Album, was ich für dich vorbereitet habe. Ich habe mir dafür 3 Videos als Anleitung überlegt. Und zwar wird es im ersten Video um den Seitenzuschnitt gehen. Im zweiten Video gibt es das Cover, wie ich das gestaltet habe, wie man das bezieht. Also meine Ideen werde ich dann an dich weitergeben. Und das dritte sind die Einzelgestaltungen der Seiten. Dafür habe ich die Kartenset Erinnerungen und mehr verwendet. Aus 4 Blatt Designerpapier in den Maßen 12 x 12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm, entstehen insgesamt die 6 Doppelseiten mit interaktiven Effekten und Einstecktaschen. Wie das geht, im ersten Video, zweites und drittes habe ich erklärt. Die benötigten Materialien habe ich dir in der Beschreibung noch einmal komplett zusammengestellt. Du kannst sie direkt über den Link in meinem Shop bestellen. Alle Informationen findest du auch auf meinem Blog. Freue dich also auf 3 Anleitungsvideos, abonniere meinen Kanal oder kommentiere am besten unter diesem Video, dann informiere ich dich, sobald die 3 Anleitungen startklar sind. Bis dahin, ich wünsche dir kreative Zeiten, deine Angela von der Stempelfamilie.